Österreich ist eines der letzten Länder Europas. Eines der letzten Länder, die ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Nach langen und zähen Verhandlungen und noch einigen finalen Änderungen hat am Mittwoch auch die SPÖ der Vorlage der Regierungsparteien zugestimmt. Die nötige Verfassungsmehrheit ist somit gesichert. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz wird die Amtsverschwiegenheit endgültig aus der Verfassung gestrichen und Bürgerinnen und Bürgern ein Informationsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt. Außerdem müssen künftig öffentliche Stellen Informationen von allgemeinem Interesse wie in Auftrag gegebene Studien, Gutachten und Verträge von sich aus veröffentlichen. Das Gesetz soll mit September 2025 in Kraft treten. FPÖ und Neos haben nicht zugestimmt. Markus Blecher berichtet. Eine Parlamentsdebatte am 15. Mai 1987. Das ist die Grundlage dafür, dass man praktisch nichts erfährt von den Ämtern, beziehungsweise dass das Amtsgeheimnis gehandhabt wird, wie es gerade opportun ist. Dort, wo es genehm ist, dort gibt es kein Amtsgeheimnis. Dort, wo es unangenehm werden kann, dort versteckt man sich hinter dem Amtsgeheimnis. Nach 37 Jahren scheint dieses Problem nun gelöst. Das Amtsgeheimnis wird in der Verfassung durch die Informationspflicht ausgetauscht. In der Zwischenzeit hat sich die Welt stark geändert. Mittlerweile sind die Grünen in der Regierung und es ist ein Paradigmenwechsel eingetreten. Was wir hier heute beschließen, ist das verstaubte Amtsgeheimnis, ist Geschichte und an seine Stelle tritt ein neues Grundrecht, das Recht aller Bürgerinnen und Bürger auf Information. Damit kann man wirklich sagen, Österreich liegt nun in der Champions League. Dieses Grundrecht auf Information steht nun auf einer Ebene mit dem Grundrecht auf Eigentum, mit dem Grundrecht auf Erwerbsfreiheit, mit dem Grundrecht auf Leben oder dem Grundrecht auf Datenschutz. 11 Jahre lang haben sich die beiden NGOs Forum Informationsfreiheit und Epicenter Works gegen das Amtsgeheimnis und für ein Informationsfreiheitsgesetz eingesetzt. Sie zeigen sich weniger euphorisch als die Regierungsparteien, sehen aber einen wichtigen Schritt. Es ist ein erster Zwischenerfolg. Es ist das erste Mal, dass wirklich ein Versprechen zumindest teilweise eingelöst wurde. Wir hatten ja schon mehrere Regierungen, die versprochen haben, da etwas zu tun. Und das war tatsächlich der erste Entwurf, der tatsächlich besser war als die aktuelle schreckliche Informationssituation. Und deswegen ist es ein erster Schritt, ob er gut sein wird. Der erste Schritt werden wir in ein paar Jahren sehen. Also wann auch immer ich mich wundere über staatliches Handeln, wenn ich mir denke, wieso wurde jetzt diese Entscheidung getroffen? Wie schaut dieser Vertrag aus, der da geschlossen wurde mit einer Firma, wo vielleicht auch mein Steuergeld dafür verwendet wurde? Überall da kann ich jetzt Fragen stellen und muss auch eine Antwort bekommen innerhalb einer relativ kurzen Frist. Und am Anfang ist das auch gratis. Das heißt, hier gibt es einfach die Möglichkeit, dass sich die Menschen besser informieren über unser aller Gemeinwesen und darüber, wie unser Steuergeld verwendet wird. Die nötigen Stimmen für die Verfassungsmehrheit bringt die SPÖ. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen es seit vielen Jahren. Daher werden wir diesem Gesetz trotz Kompromisse auch zustimmen, weil es eine deutliche Verbesserung ist und ein deutlicher Schritt ist. Und auch ich muss sagen, ein Paradigmenwechsel, wenn wir den Artikel im Artikel 20 das jetzt aus der Bundesverfassung her ändern werden. Die Freiheitlichen stimmen nicht dafür. Sie kritisieren, dass nur Gemeinden über 5000 Einwohnern proaktiv, also automatisch, ohne jegliche Anfrage, Details zu Steuerprojekten veröffentlichen müssen. Hat man hier 40% der Bevölkerung ausgeschlossen? Man wird das argumentieren, ja, die Bürgermeister der kleinen Gemeinden oder die Verwaltung ist überfordert. Ja, das ist alles ein Problem. Diese ganze Informationsfreiheit wird am Anfang eine Riesenumstellung sein. Dann hätte man halt hier diese kleinen Gemeinden auch unterstützen müssen. Aber man kann jetzt hier nicht Menschen erster und zweiter Klasse hinsichtlich Informationsfreiheit in Österreich schaffen. Das ist ein Grundfehler. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn auch die kleinen Gemeinden in diese proaktive Veröffentlichung mit aufgenommen wären. Aber man muss sagen, dass das Fragerecht trotzdem für alle Verwaltungsteile gilt. Also ich kann auch in der kleinsten Gemeinde solche Anfragen stellen und natürlich müssen die genauso auch diese Dinge beantworten und mir Antwort geben. Auch Neos stimmen nicht zu. Es gäbe zu viele Lücken. Ihnen fehlt etwa ein Informationsfreiheitsbeauftragter. Und dann ist man auf eigene Kosten
wieder wie ein Bittsteller angewiesen, dass man sich dieses Recht ausficht bei den Gerichten, anstatt dass man hier auch begleitet wird, wie das in anderen Ländern der Fall ist, durch einen Informationsfreiheitsbeauftragten oder eine Informationsfreiheitsbeauftragte. Das könnte man ja auch durchaus auch ansiedeln bei Behörden, die schon existieren. Also man will ja gar nicht, dass die Bürger zum Recht kommen. Das Problem am fehlenden Informationsfreiheitsbeauftragten ist ja, dass jetzt Strukturen geschaffen werden, um den Behörden zu helfen, aber keine Strukturen geschaffen werden, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Und der Informationsfreiheitsbeauftragte wäre das gewesen, eine Investition auch in die Hilfe für Bürgerinnen und Bürger und eine Investition in die Kontrolle. Das heißt, da könnte jemand nachsehen, ob auch die proaktive Veröffentlichungspflicht gelebt wird. Dass das unterlassen wurde, ist auch eine Kritik, die wir teilen. Dass das verhindert eigentlich einen Aufstieg in die Champions League sogar. Und es gibt noch einen Kritikpunkt. Sie können das auch in einem kurzen Sketch der Kabarettisten Schäuber und Maurer, Thomas Maurer nachsehen. Das ist sozusagen der Gesetzesnachrang, der da drinnen formuliert wird. Es kommt letztendlich das neue Informationsfreiheitsgesetz, das hat aber einen Haken, nämlich dass die Landesgesetze das Bundesgesetz overrulen können. Wie das in der Praxis ausschaut, wollen wir, der Thomas Maurer und ich, euch zeigen. Also, ich bin jetzt der Bürger, will was von der Behörde wissen und spiele mein Bundesgesetz à tout as. Mhm. Als Landesbehörde sage ich, Eichel unter, sticht alles, steht im Landesgesetz und Landesgesetz sticht Bundesgesetz, steht im Bundesgesetz. Und überhaupt jetzt, wo haben wir Schach und Matt. Bitte bessert das aus. Danke. Es ist leider so, dass man immer noch ein Landes- oder Bundesgesetz machen kann, das sagt, na, bei uns gibt es jetzt 3 Jahre Frist und es kostet Unmengen an Geld und man kommt überhaupt nicht dazu, dass man wirklich diese Informationen kriegt. Das wären sehr wahrscheinlich verfassungswidrige Gesetze, dagegen könnte man auch klagen, das würden wir wahrscheinlich auch tun. Aber das Problem wird hier sein, dass das natürlich 3 oder mehr Jahre dauert, bis man dann wirklich Recht bekommt. Also hier werden immer noch Dunkelräume geschaffen, wo Korruption weiter wuchern kann. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler will sich das Gesetz aber nicht schlechtreden lassen. Bereits der Philosoph Max Weber hat einmal die Politik beschrieben als ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß. Und ja, genau das war notwendig, um dieses Gesetz zu erreichen. Die Kritik, die höre ich wohl. Alleine lassen wir uns den Erfolg, den Durchbruch, der gelingen wird mit dem heutigen Beschluss, nicht kleinreden. Wir lassen uns das nicht nehmen. Das ist ein großer Erfolg. Wir sehen eben, was in den Nachbarländern so möglich ist, wie nahe wirklich gute Systeme, wirklich gute Gesetze gewesen wären und dass man sich da nicht daran orientiert hat, sondern eher an älteren Gesetzen wie in Deutschland, die schon von den Gerichten teilweise weiterentwickelt wurden, ist halt schmerzhaft. Mit dem Gesetzesbeschluss am Mittwoch ist das Amtsgeheimnis noch nicht sofort abgeschafft. Erst muss der Bundesrat noch seinen Segen geben. Ab dem 1. September 2025 ist das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang, dann aber Geschichte.